Willkommen Leute zu einem neuen Part von Luigi's Mansion 3. Also. Nein. Ich will nur kurz gucken, welchen Beruf wir noch haben. Zur Information. Also Keller 1, 2. Ist Etage 3, das ist 4 und das ist 5. Also auf 3, 4 und 5 haben wir noch nicht gefangen und ja. Auf jeden Fall, wo wir ja auch noch müssen, müsste auch hier stehen, ja, Etage 4 sollen wir erforschen. Ja, den haben wir schon. Ich würde sagen, wir suchen mal Etage 4 und erforschen. Man jedenfalls die Musik. Oh, hat er mich jetzt erschrocken. Hello. Luigi, falls du noch ganz schnell zum Labor musst, habe ich eine perfekte Lösung für dich. Ich habe ein Transfersystem eingerichtet, nur für dich. Ruf einfach den VB auf und wähle Labor. Dann bist du eben nur bei mir. Der Transfer funktioniert auch in die andere Richtung. Du kannst vom Labor aus an die Stelle im Hotel zurück, an der du zuletzt warst. Das war's fürs Erste. Vergiss bei deinen Erkundungen nicht, dass du stets auf das Transfersystem zurückgreifen kannst. Okay, bye bye. Bye bye. Na, wo kam das jetzt her? Lol, es gibt einen Edelstein. Sehe ich den? Oder muss ich den auch noch ansaugen? Ja, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von Luigi's Mansion 3. Also ja, ist echt eine Weile her. Ne, es war der falsche Account, oder? Okay, ich muss neu starten. Ja. Jedenfalls eine Weile her und ja, keine Ahnung. Ihr seht es wahrscheinlich auch gleich. Ja, ich habe auch keine Ahnung mehr, was wir zuletzt hier gemacht haben im Game, aber wollte es auf jeden Fall wieder aufnehmen. Damit ich sie auch zu Ende spielen kann. Ja. Ihr versteht. Ja. Ich glaube, irgendwie waren in der Küche bei so einem Koch, oder? Wo war das? Genau, der Account war es. Keine Ahnung. Story. 30.12. Da seht ihr es, da war mein letzter Spielstand. Yes. Wo war der längste 12.11? So. Laden wir den Spielstand oder den Speicherstand mal. Jetzt let's go. Wie Mario immer sagen würde. Okay, hier da unten sind wir. What the fuck, was ist das? Hä? Diese Geister sind echt so verrückt. Aber sowas von. Also mal wieder alles erkunden. Ist da sonst irgendwas?
What the fuck, Teppich? Ah, genau, so kann ich drüber gehen. Also beides drücken. So, den killen wir erstmal. Du bist jetzt tot. Ja, den haben wir jetzt verstanden. Und Popcorn-Automat. Ja, Popcorn. Und da ist so ein Blend-Ding. Oh. Ein Emerald und kein Popcorn. Schade. Aber warte mal. Das habe ich doch vorhin schon gemacht, oder nicht? Den hat es echt nicht gespeichert. Ich habe das vorhin schon mal gemacht. Da habe ich auch eine alte Aufnahme, die dann nach einer Weile abgebrochen hat. Zum Glück konnte ich die noch sichern. Ja, also ihr habt es wahrscheinlich eh gesehen. Oder da ich die wahrscheinlich vorne dran schneide. Ja, auf jeden Fall keine Ahnung, warum es nicht gespeichert hat. Daran habe ich mich noch erinnert, sozusagen, weil ich das davor extra noch geschaut habe. Keine Ahnung, wieso. Da ist der Toad. Da ist er. Nice. Warte mal, ein Klavier, was sich von alleine bewegt. Oh nein. Das heißt, ist ein Geist da. Oh nein, wer ist er denn? Ein Klaviergeist. Sorry, Leute. Ein Klaviergeist. Och nee. Komm nicht mal hoch zu ihm. Was? Stühle. Was wird das? Scheiße. Okay, sorry. Ich muss Stühlen ausweichen. Okay, ich muss wahrscheinlich einfach nur im Kreis rennen. Das reicht wahrscheinlich. Ja, ich renne einfach im Kreis. Nee, ich kann ihn nicht damit abwehren. Ziemlich lost, mich jetzt treffen zu lassen, aber egal. Gott, übertreib halt. Ja, jetzt haben wir keine Stühle mehr. Wer sind die denn? Ihr seht auch nicht gerade gut aus. Nur so, das Protokoll. Wetten, ich kann ich jetzt nicht einfach blenden. Es war klar. Komm, den knall ich jetzt auf den. Oh, dich hole ich mir jetzt auch noch. Nein. So, jetzt habe ich beide. Gut. Meines Herz. Hätte mir jetzt ehrlich das Herz nicht mehr gegeben. Ja, okay, er spinnt. What the fuck? Was ist mit dem Klavier falsch? Hä? Ich wurde einfach so darüber teleportiert.
brauche ich. Okay. Es war ja eigentlich schon fast klar, was da passieren wird. Bomben. Kann ich da irgendwo hinziehen? Warte mal auf ihn. Na. Dann muss ich darauf zielen. Ja, okay, war sogar nice. Und jetzt kann ich dampfen. Ja. War meine Vermutung doch richtig mit dem Pumpe. Jetzt ihn einsaugen? Oh mein Gott. Okay, ich bin echt aus der Übung. Einfach ein verrücktes Klavier. Das müssen wir auch noch einsammeln. Okay, ich dachte schon kurz, ich kann den blenden. Digga. So, gut, die hat noch getroffen. Nice. Na. So. Einmal den Pömpel auch und jetzt. Bam! Also ich verstehe dich nicht mit deinem. Tut mir jetzt sehr leid, aber ich spreche leider eine andere Sprache. Er hatte 300 Leben und wir konnten. Damit können wir mit der Stampfattacke. Oder, ja, wie sie im Game heißt. Aber wie sie im Game original, aber auch leider total lame heißt. Der Druckstampf. Wie war es? Druckstrampler, genau. Hört sich ja voll shit an. Ist halt auch so. Nein, Stampfattacke klingt viel besser, oder? Nein! Das ist ein Herzen. Digga, dass er mich nicht getroffen hat, so lucky. Jetzt übertreibt er ja komplett. Digga! Kann das noch passieren? Warum guckt er überhaupt aus dem Klavier raus, wenn man ihn überhaupt nicht blenden kann?
Komm, jetzt schmeiß deine Bomben. Nein. Ich stelle mich jetzt echt lost an. Danke für das Herz. Oh mein Gott. Endlich zwei Herzen. Jetzt übertreib halt. Das war mein Plan. Oder doch nicht? Nee, er ist immer noch auf mich aggro. Ich hab gehofft, er ist jetzt auf Luigi aggro. Nein. This one goes over. Ja, endlich Treffer. Neununddreißig Herzen. Jetzt killen wir das scheiß Klavier. So, jetzt. Komm, komm, jetzt hab ich dich. Echt jetzt wegen 13 Herzen. So, jetzt habe ich dich. Und ich habe dich. Endlich. Du hast mich schon abgefuckt. Okay, Leute. Das war's mit dem Part. Wir sind fertig mit Etage 4. Und weiter geht's im nächsten Part von Luigi's Mansion 3. Jetzt hast du die Wahl, wie es weitergeht. Oben links findest du das nächste Video dieses Projekts, unten links die Playlist des Projekts, oben rechts meinen Kanal und unten rechts mein neuestes Video.